Hallo, liebe Zuhörer. Wir sind in einer neuen Folge vom RWPod, dem religionswissenschaftlichen Podcast in der deutschsprachigen Welt, weil wir uns auf Deutsch unterhalten. Und Mann, der Tisch wackelt. Zum Glück ist Nina wieder dabei, denn Nina hat jetzt das ganze Projekt etwas belebt wieder, so hast du es zumindest eben gesagt. Und ich kann euch erzählen, Nina kommt und sagt, ja, jetzt mach mal, Markus. Und Markus macht dann mal. Und das hat auch immer noch nicht gereicht, du musstest mich erst besuchen, damit es überhaupt funktioniert. Und ihr werdet schon sehen, dass jetzt zumindest diese Folge neu rauskommt und auch noch eine andere. Und wir bleiben ganz, ganz sporadisch und doch aber mit Freude am Ball, als dass es auch bei mir immer noch so geblieben ist, dass ich mich sehr gerne mit den Themen der Religionswissenschaft beschäftige. Auch wenn ich gar nicht mehr in diesem Bereich arbeite. Da wird man ja fast traurig. Gut, das Thema, was Nina uns heute mitgebracht hat, ist ein Thema, was sich in dem allgemeinen Themenkreis des Islams ansiedeln kann. Und zwar Dschihad im Koran. Das ist eine Arbeit, die sie verfasst hat, in der sie untersucht hat, wie der Begriff Dschihad, dazu hören wir gleich noch was das bedeutet, sich im Koran finden lässt, unter welchen Umständen er dort erwähnt wird. Und ich freue mich sehr darauf, dass sie uns erklärt, was die beiden Begriffe auch miteinander zu tun haben. Denn soweit ich mich erinnere, seit 20 Jahren ist der Begriff irgendwie sehr populär, glaube ich. Aber er ist auch so ein dämonischer Begriff geworden. Ja, also Dschihad steht für Terrorismus. Und in Europa. Sprachgebrauch. Ja, genau. Aber dann da kommt dann so einer und der macht Dschihad. Mhm, ja? Vermutlich könnte man sowas sagen und viele wüssten, was gemeint sein soll. Ja? Aber das ist natürlich begriffliche Unschärfe. Und wir als Religionswissenschaftler wollen begriffliche Schärfe, damit wir nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, gut. Und insofern, ihr kennt Nina schon, ich eröffne ihr jetzt einfach das Wort mit dem Titel Dschihad im Koran. Was hast du herausgefunden? Hallo Markus. Hallihallo. Schön, dass wir hier sitzen. Ganz kurz in Bezug auf die Wiederbelebung, vielleicht, wenn man so will, des Podcasts. Jetzt kommt noch was. Nein, ich wollte nur sagen, gerade die Tatsache, dass wir eben leider nicht mehr im alltäglichen Leben uns permanent mit den schönen Themen beschäftigen dürfen, ist doch eigentlich der beste Grund, den Podcast zu machen. Mhm. Denn dann können wir es wieder. Und können, ja, das stimmt natürlich. Ja, das stimmt. Auch so tun, als wäre es total wichtig. Ja. Und ja, im Grunde macht es einfach viel Spaß. Stimme ich zu. Oder? Mhm. Dschihad im Koran, genau, hat mich vor allem auch eben deshalb interessiert, weil der Begriff Dschihad, wie du schon sagst, also ich sag mal spätestens seit dem 11. September natürlich sehr populär geworden ist, auch in Europa, natürlich super negativ assoziiert und dann letztlich mit dem sogenannten IS, Islamischen Staat natürlich nochmal an Relevanz irgendwie gewann und auch auf keinen Fall dadurch irgendwie besser assoziiert wurde. Mhm. Vielleicht erstmal so ein paar kleine Noten zum Koran selber. Mhm. Der Koran, auf Arabisch Koran, ist das heilige Buch des Islam oder der muslimischen Menschen. Es ist die Sammlung der Offenbarungen Gottes, die in islamischer Tradition vom Propheten Mohammed empfangen und verkündet worden sind. Er gilt selbst als das Wort Gottes und als sprachliche Theophanie. Mhm. Gleichzeitig ist das Wort Koran im Grunde der Begriff für den Vortrag oder die Rezitation und wird auch nach wie vor im normalen Sprachgebrauch so verwendet. Und es ist auch tatsächlich so, dass der Umgang mit dem Koran eben in allererster Linie also auf Rezitation basiert. Mhm. Also vielleicht kennst du es auch noch aus deinen Reisen, dass die Menschen im Auto zum Beispiel Korankassetten hatten. Ja, und dass sie sogar, manche werden dazu, also ich glaube, viele werden versuchen, die Lippen zu bewegen, während sie lesen, als dass sie so tun, als sprächen sie. Ja, aber es gibt eben auch diese höchst angesehene Kunst, der Koran-Rezitation, Koran-Rezitation, die Menschen eben jahrelang lernen und den Koran eben auswendig lernen und dann auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise rezitieren.
Mhm, ja. Höchst angesehene Kunst. Mhm. Der Koran besteht selber aus 114 Suren, so wie er eben heute begriffen wird. Mhm. Die Sure ist eine Einheit, die gar nicht so klar zu fassen ist, weil sie gar nicht unbedingt thematisch einheitlich sein muss. Die Suren sind von ganz unterschiedlicher Länge. Und die sind wiederum unterteilt in Verse, auf Arabisch Aya und im Plural Ayat. Und auch diese Verse sind wiederum ganz unterschiedlich lang. Manche sind nur wenige Worte, teilweise sogar wenige Buchstaben. Und ja, manche sind eben über Zeilen. Und insofern wird die Länge der Sure wird in Zeilen gemessen. Alif Lam Mim. Ja, genau. Ja, Insider. Ja, aber wie kann man denn jetzt, also Entschuldigung, dass ich dazwischen frage, aber wie kann man denn eigentlich eine Sure definieren? Ich weiß das nämlich nicht. Es gibt keine Definition, oder? Ist schwierig. Denn selbst in sich gibt es ja Brüche und total. Auch einiges wurde später verkündigt als anderes innerhalb der Sure und so. Es gibt sogar anscheinend mekkanische Suren mit medinensischen Versen und umgekehrt. Also wie jetzt ganz genau die Sure als solche zu definieren ist, weiß ich nicht so ganz genau. Ja. Mir fällt übrigens gerade ein Doku-Film, den ich gerne verlinken mag unten drunter. Der heißt Koran by Heart, also Koran auswendig lernen. Okay. Das geht dazu, was du gerade sagst, ja. Also ist mir jetzt erst eingefallen. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Weil verlinke ich eine HBO-Doku oder so über Jugendliche, die in Kairo die Weltmeisterschaft im Koran auswendig lernen machen. Und da, wie man sich das so vorstellt, da kommt halt so eine Jury und dann sagen die so, Vers sowieso ja, aus der Sure XY. Und dann können da halt auch 12-Jährige das einfach auswendig singen. Ja. Und die kommen aus der ganzen muslimischen Welt zusammen. Bin ja nicht so ein Leistungstyp, ne? Also ich finde das immer ein bisschen komisch, dass sie das da so, also man merkt, dass die Eltern sie sehr drauf getrimmt haben, die Kinder, dass sie das können. Ja. Aber so wie bei jedem anderen Wettbewerb, wo Kinder mitmachen, auch? Ja, vermutlich schon. Denn Kinder machen eigentlich keine Wettbewerbe. Ich weiß nicht, also außerhalb, außer oder untereinander. So. Ich bin schneller als du. Ja, genau, Entschuldigung. Genau, ja, kein Problem. Ja, also wir waren gerade bei den Suren. Ne? Genau, also die Reihenfolge der Suren im Koran ist auch nicht chronologisch, sondern so, wie der Koran heutzutage aufgebaut ist, sind die Suren ihrer Länge nach, und zwar in abnehmender Länge, angeordnet. Mhm, ja. Das heißt, nach einem kurzen Eröffnungsgebet, der sogenannten Al-Fatiha, beginnt die zweite Sure, die auch die längste ist. Genau, und dann wird es immer kürzer. Genau, und ganz hinten ist dann... Aber ich glaube sogar, die Länge ist sogar nach Silben oder... Nach Zeilen. Nach Zeilen? Ja. Denn ich habe irgendwo mal gesehen, dass eine Sure ist eigentlich länger als die andere und kommt aber danach... Also, 112 womöglich oder irgendwie gibt sowas, es noch ein, zwei Ausnahmen, aber an sich ist die Anordnung der abnehmenden Länge nach. Ja. Unterteilt werden die Suren in mekkanische und medinensische, das heißt also die offenbart wurden zwischen 610 und 622 nach Christus. Mhm. Dann war ja die Hijra, die sogenannte Hijra, die Auswanderung von Mekka nach Medina. Mhm. Und dann zwischen 622 und 632 waren dann sozusagen kamen die medinensischen. Die weiteren Verkündigungen, die Mohammed der Prophet erhalten hat. Genau, in seiner Zeit in Medina dann. Genau, und da habe ich mir gemerkt, du weißt sicher, ob das richtig ist, dass man sie allein deshalb schon historisch kritisch lesen könnte, diese Suren, weil sie sich auf überlieferte Ereignisse, auch eben unter Umständen nur im Koran überlieferte Ereignisse, des Propheten beziehen. Das heißt, medinensische Suren beziehen sich auf Feinde, die gegen Mohammed und seine Gefolgsleute stehen, während das die mekkanischen noch nicht tun. Ja, ja, die und sind so. Dann also auf sie sind sozusagen historisch. Feinde. Also man kann historische Bezüge erkennen ja, in den Suren, allerdings nur schwach, oder?
Ja, es geht, ich weiß nicht genau, wie sehr das dann auch durch andere Wissenschaften mittlerweile die einzelnen, also Archäologie zum Beispiel, die einzelnen Vorkommnisse letztlich verifiziert sind. Unter anderem natürlich auch, weil in Saudi-Arabien natürlich vieles auch blockiert wird, gerade an Archäologie. Ja, ja. Es ist aber schon so, dass grundsätzlich auch in der Tradition davon ausgegangen wird, dass die meisten Suren einen sogenannten Offenbarungsgrund hatten oder ein Offenbarungsereignis, worauf die Offenbarung sozusagen sich bezieht. Also Gott spricht zu Mohammed über etwas, was gerade war oder noch ansteht, also durchaus in dem Augenblick aktuellen Bezug hat. Und diese Offenbarungsereignisse heißen auch Sabab an-Nuzul. Also das ist es. Ja, genau. Der Offenbarungsgrund. Genau. Insgesamt ist es so, dass man die mekkanischen und die medinensischen Suren versucht zu unterscheiden. Durchaus auch sowohl in der Tradition als auch in der westlichen Islamwissenschaft. Und dass man da durch außerkoranische Daten eben zur Biografie Mohammeds und zu der Frühzeit sich Ergebnisse zieht oder zeigt, also gleichzeitig durch oder übersprachlich stilistische Merkmale geht. Da hat sich auch im Laufe der Offenbarung hat sich eben der Stil schon gravierend geändert, so dass Arabisten da durchaus eine Chronologie vermuten können zumindest. Ganz unabhängig davon, ob der Koran jetzt wirklich verkündigt wurde oder nicht, sondern einfach eine Reihenfolge. Ja. Genau, anhand des Stils. Okay. Und soweit ich das verstanden habe, ist der Koran oder die Lesung, ja, wir können ja jetzt sagen, die Lesung, die das Diktat von Gott, was aufgeschrieben wurde. Ja, nee, eigentlich ist der Vortrag. Es geht ja um das Laute. Ja, okay. Aber Mohammed hat es irgendwie aufgeschrieben. Ja, nicht unbedingt, ne? Also womöglich hatte er einen Sekretär, der es für ihn aufgeschrieben hat. Aber das sind so, das ist so gestocher. Okay, weil ich denke halt, in der ersten Sure steht ja, schreib mit einem Schreibrohr, wie es dein Gott dich lehrte zu schreiben oder irgendwie so. Das sind ja die ersten Worte, die da gesagt werden. Und also das ist nicht die erste Sure für die Zuhörer, sondern das ist die erste Sure, die jemals verkündigt wurde. Sure 96, als alter Hannoveraner ist das für mich zu merken, 96. Und dann dachte ich immer, das hat er jetzt also irgendwie aufgeschrieben. Also der Engel des Herrn, Gabriel, kommt und spricht mit der Stimme Gott, also nee, der sagt den Inhalt Gottes mit seiner Stimme zu Mohammed in der Höhle und der schreibt das jetzt auf. Und ich habe mir das irgendwie so ganz bildlich dargestellt, dass er dann da sitzt und das aufkritzelt. Aber es ist wahrscheinlich unterschiedlich. Worauf ich hinaus wollte war, der Koran ist halt das einzige große Ding im Islam, ja, vermutlich. Also naja, schon ganz stark eingerahmt durch die Hadithe, ne? Oder den Hadith. Natürlich, aber ja, also den Koran umweht das Dogma der Unfehlbarkeit, weil es eben das Wort Gottes sei. Ja, das ist auch in der und Tradition. Das ist eben nicht so in der Bibel. Ja, und das ist ja auch ein Kritikpunkt der Muslime an der Bibel, dass sie sagen, naja, das von Menschen hat aufgeschrieben, kann also durchaus alles falsch sein. Ja, ja, das ist, glaube ich, wichtig. Der Koran ist halt echt so ein richtiger Klotz innerhalb der Religion. Ja, das stimmt. Zu der ganzen Schwierigkeit kommen ja noch ganz viele andere Punkte. Zum Beispiel die Tatsache, dass eben, genau, man weiß nicht ganz genau, wer hat es denn jetzt eigentlich alles aufgeschrieben. Dann wurde auch in der Frühzeit natürlich schon sicherlich, wenn man jetzt bei der Tradition bleibt, darüber diskutiert, was es gehört jetzt wirklich dazu und was nicht. Letztlich hat ja der dritte Kalif Uthman hat er dann sozusagen die erste tatsächliche Ordnung reingebracht. Und auch da gab es aber noch Probleme. Zum Beispiel hatte zu der Zeit die arabische Schrift noch gar keine diakritischen Punkte. Das bedeutet, du kennst dich aus, dass zum Beispiel Ba, Ja, Nun und noch ein paar andere, ist alles der gleiche Buchstabe, zumindest innerhalb des Wortes, weil nur die Punkte deutlich machen. Noch nicht mal einen normalen Punkt.
Sondern also geschweige denn die Aussprachezeichen. Ja, genau, also die Vokalzeichen sowieso nicht, aber noch nicht mal die diakritischen Punkte. Mhm. Das heißt, also mit den Vokalzeichen steht und fällt ja häufig aktiv und passiv. Mhm. Das ist schon so ein Ding. Aber mit dem Fehlen der diakritischen Punkte hast du halt zum Teil einfach verschiedene Möglichkeiten für Worte, weil es einfach verschiedene Buchstaben sein können. Also das sind schon alles so Probleme, die natürlich auch nach wie vor diskutiert werden, wobei man da jetzt schon sich früh einigen konnte. Und heutzutage sind die allermeisten modernen Koranausgaben basieren auf dem sogenannten Azhar-Roman, der 1923 das erste Mal erschienen ist und eben von der Al-Azhar-Universität herausgegeben wurde. Und das ist die Basis für die allermeisten Korane. Es gibt im Maghreb auch noch eine andere Lesart, die auch anerkannt ist, aber soweit ich das verstanden habe, dominiert einfach dieser Azhar-Roman und wird auch immer größer einfach Roman. Dadurch. Koran. Mhm. Gut. Ja, genau. Ja, okay, ja. Genau. Sowas hatte ich auch schon mal irgendwie gehört. Ja. Ich habe auch meine pakistanischen Koran in der Hand gehabt und der hatte, glaube ich, irgendwie eine Sure mehr. Aber ich bin da irgendwie so ein bisschen. Ich denke irgendwie. Ist nicht so schlimm, es ändert auch nichts daran, dass einfach es gibt eine tradierte Lesart des Inhalts des Korans seit hunderten von Jahren, ist die tradiert. Also im modernen Sinne tradiert, dass halt man weiß, was das für ein Wort sein soll, im gewissen Maße, ja. Und braucht man sich jetzt, glaube ich, nicht drüber zu streiten. Die Muslime haben danach, also sich damit auseinandergesetzt über dieses Wort, was sie meinten, was es heißt, seit hunderten von Jahren. Und keiner hat auch jetzt irgendwie groß angenommen, dass es was völlig anderes heißt. Ja? Ja. Also und daher. Vor allem ich persönlich. Ja. Fühle mich auch immer ganz wohl irgendwie in der deskriptiven Wissenschaft. Ja, ich muss da jetzt auch nicht das Rad irgendwie neu erfinden. Dazu bin ich überhaupt nicht berechtigt. Ja. Ich guck mir einfach an, was es gibt. Es ändert auch nichts. Die 1, sonst wie viel Milliarden Muslime auf der Welt, die machen das ja so oder so, ja. Ob wir jetzt rausfinden, dass das eine Wort was anderes heißt, ist völlig unerheblich. Und ja? Wir sind einfach auch keine Autoritäten in der ganzen Debatte. Nee, mitnichten. Mit allergrößten Nichten. Ja, gut. Also, das ist die Rolle des Korans. Und jetzt stelle ich mich mal ganz doof und sage, was soll das eigentlich? Also, das Dschihad ist doch nur ein Wort aus dem Koran, oder was? Gibt ja noch andere Wörter da. Ja, viele. Ja, Dschihad ist eine Substantivform vom Verb Jahada, was erstmal sich einsetzen, bemühen heißt. Und sowohl Dschihad als auch in den verschiedensten Formen von Jahada, da hat das Arabische ja immer vom ersten Stamm immer sehr viele Möglichkeiten übrig, kommt sehr häufig im Koran vor. Mhm. Allerdings nicht immer in kriegerischer Bedeutung, sondern eben durchaus auch in seiner erstmal Grundbedeutung des Bemühens. Also bemühe ich mal, streng dich mal an. Genau. Es ist schon so, dass mittlerweile viele Autoritäten schon der Meinung sind, dass es im Koran trotzdem zum großen Teil kriegerisch gemeint ist. Das hat aber natürlich auch Kontext. Erstmal nur so ganz grob, es gibt den sogenannten großen Dschihad und den sogenannten kleinen Dschihad. Der kleine Dschihad wird auch als der Dschihad der Zunge oder der Dschihad des Stiftes bezeichnet. Und der bezeichnet tatsächlich das Bemühen um ein gottgefälliges Leben. Das kann vieles heißen, wie zum Beispiel erstmal sich selber immer wieder zu hinterfragen, sich selber immer wieder zu verbessern in seinem Tun und Denken. Es kann aber auch sowas heißen wie sich innerhalb der Gemeinschaft, der sogenannten Umma, gottgefällig zu verhalten, eben für andere da zu sein, was auch immer dazugehört, die eigenen Kinder im Sinne des Islam zu erziehen oder eben wohl möglich auch mal einen Ungläubigen zu konvertieren, also zur Konversion zu verhelfen, wenn du so willst. Aber das ist sich bemühen im Sinne der Religion, der Inhalte der Religion. Oder genau. Sowas, ne? Ja. Genau. Dann gibt es eben den großen Dschihad.
Quatsch, dann gibt es den kleinen Dschihad. Andersrum, ja, ja, okay, genau. so. Der wird auch schon mal als der Dschihad des Schwertes bezeichnet. Und der bedeutet eben ganz klar den bewaffneten Kampf. Im Arabischen gibt es sonst auch für den bewaffneten Kampf noch das Wort Qital. Kommt tatsächlich auch häufig im Koran vor. Also ein echter Kampf so im Sinne von Schwert hauen. Ja. Genau. Okay, weil Dschihad heißt ja anscheinend nicht Schwert hauen, sondern es heißt... Nee, nicht in erster Linie. Ein Bemühen. Ja, ein Bemühen. Okay. Eine Anstrengung. Genau. Der Theologe Al-Razali, Theologe und Philosoph aus dem 11. Jahrhundert, der hat schon eben zu seiner Zeit gesagt, dass im Grunde der große Dschihad, der Kampf gegen die eigene Triebseele, der eigentlich verdienstvolle ist. Der große Dschihad ist dieses Innerliche und der damit auch das Wichtigere. Ja. Kann ich mal annehmen, ja? Sagt zumindest Razali. Das Kleinere ist halt das nach draußen gehen und für die Religion kämpfen oder einstehen. Oder nee, so. In dem Fall dann kämpfen. Also wirklich kämpfen, okay. Genau. Also was dabei wichtig ist, vor allem auch, weil auch in der islamischen Tradition grundsätzlich der Koran aufgrund dieser Offenbarungsereignisse durchaus als also historisierend interpretiert werden soll, also anhand von Mohammeds Leben, ist es schon wichtig, da auch ein bisschen Kontext zu wissen. Zum Beispiel, dass eben das Konzept des Dschihads immer gesehen werden muss im Zusammenhang mit den Kämpfen der ersten Muslime, also unter oder mit dem Propheten Mohammed erstmal in Mekka und wo sie natürlich zuallererst eine winzig kleine Gruppe waren, kann man sich vorstellen, wenn es von einem Mann ausgeht. Genau, kann man sich vorstellen, dass zumindest in der islamischen Tradition eben dann die Idee ist, dass es dann am Anfang eben nur erstmal sehr wenige Leute waren, die durchaus auch mit Repressionen zu kämpfen hatten. Und also von der Außenwelt. Von außen, ja. Genau. Unter anderem natürlich, wie das immer so ist, ging es von Anfang an auch um ökonomische Punkte, wie eben die Kritik der Muslime an der Beigesellung, da komme ich später noch kurz drauf, an der Beigesellung zu Gott. Also zum Beispiel die ganzen... Beigesellung heißt eigentlich Gotteslästerung, oder? Beigesellung heißt erstmal, dass du jemanden Gott gleichstellst. Also zum Beispiel alle, die viele Götter parallel haben. Okay. Ne? Mhm. Und da ist also der Monotheismus ist ja eine der ganz wichtigen Punkte im Islam. Und es war nun so, dass zu der Zeit eben ein Großteil der Bevölkerung pagan waren, also eben alle möglichen verschiedenen Arten von Göttern und Göttinnen auch tatsächlich hatten. Und dass es für all diese Götter und Göttinnen auch überall verschiedene Pilgerstätten gab, die eben besucht wurden und wo natürlich dann die Stämme, auf deren Gebiet das dann war, auch verdient haben. Unter anderem auch Mohammeds eigener Stamm. Und wenn da natürlich dann so ein paar Leute um die Ecke kommen und sagen, das geht alles nicht mehr und das muss womöglich zerstört werden und auf keinen Fall darf es mehr bepilgert werden und so, dann geht da natürlich auch einiges an Kohle flöten. Ach so, das ist halt schon so ein erstes Problem. Okay. Ne? Kann man sich einfach gut vorstellen. Genau, und in diesem ganzen Kontext muss eben auch das Konzept des Dschihad betrachtet werden, vor allem auch in der Wahrnehmung. Und zwar hängt das natürlich eng zusammen mit der Wahrnehmung der Kämpfe, die zwischen den Stämmen auch passierten. Also das war ja eine Stammesgesellschaft zur Zeit Mohammeds. Und diese Stämme hatten auch immer wieder Fehden und Kämpfe untereinander. Und diese Kämpfe, die hatten auch natürlich Regeln. Und im Grunde besagten die Regeln, dass Stammeskämpfe immer legitim sind. Und zwar sowohl zur Verteidigung als auch zur Ausweitung des eigenen Herrschaftsgebiets, bis ein Friedensvertrag geschlossen wird. Solange ist es legitim. Also es ist gar nicht so diese moralische Komponente dahinter, dass man es vielleicht besser lässt oder so, weil es irgendwie nicht nett ist. Weißt du, was ich meine? Aber das heißt, man müsste ja also dann würde ich aber davon ausgehen, dass man da halt ein Geflecht von Friedensverträgen hat, weil die Leute ja keinen Bock haben, sich ständig zu bekriegen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht genau. Aber also, was eben wichtig ist, dass dieses Konzept des Dschihad immer im Zusammenhang mit auch dieser Art des Kampfes, wie die Menschen sie kannten,
gesehen werden muss. Hm. Und auch mit der Reflexion dieser Kämpfe im Koran. Hm. Denn wenn man davon ausgeht, dass Gott eben unter anderem darauf geantwortet hat oder darauf was gesagt hat, was gerade stattfindet, dann hat er eben auch zu diesen Kämpfen was gesagt. Und es war alles innerhalb dieses Kontextes, dass diese Kämpfe eben als legitim angesehen wurden. Mhm. Okay. Das ist sicherlich nicht ganz unwichtig. Mhm. Die einzige Voraussetzung für Muslime, den Dschihad auszurufen, ist eben auch eine vorhergehende Aufforderung an den Feind, sich dem Islam zu unterwerfen. Beziehungsweise vorhergehend. Also so nach dem Motto, wir kommen jetzt. Ja. Du kannst dich ab jetzt schon mal unterwerfen. Nee, der Feind bekommt eine Aufforderung, mhm, und muss darauf antworten können. Mhm. Also du kannst nicht einfach hinterrücks irgendwo hingehen und jemandem den Kopf einschlagen, sondern du musst schon vorher ihm anbieten, zum Islam, mhm, zu konvertieren. Oder eben, das galt dann für die sogenannten Buchbesitzer, also die Christen und Juden, mhm, sich dem islamischen Rechtswesen zu unterwerfen und gegen eine Kopfsteuer, einen Schutz oder einen beschützten Status innerhalb der Gesellschaft, mhm, innerhalb der Umma zu bekommen. Genau. Genau. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja. Also die durften trotzdem ihre Religion weiter durchziehen. Die Juden, hm, und Christen, ja. Mhm. Und tatsächlich ist es anscheinend so, dass, ich weiß nicht genau, wie das letztlich natürlich in der Praxis war, aber es ging in erster Linie um den Herrschaftsbereich. Mhm. Ob da jetzt der Einzelne, inwieweit der Einzelne da jetzt irgendwie zeigen musste, dass was für ein toller Muslim er ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nur die Elite, die das zeigen musste. Ne? Womöglich, es ist nicht der Hauptpunkt, es geht um einen Herrschaftsbereich. Mhm. Und die und gleichzeitig doch auch um die Ausbreitung des Rechtswesens. Ja. Also gerechte Gesetze, Absicherungen von wegen so, es muss Zeugen geben oder irgendwie, mhm, so Anarchie auf den Straßen ging halt nicht mehr da, wo Islam herrschte. Genau, das, ja, ist vielleicht auch irgendwann auch mal interessant für eine weitere Folge. vielleicht mal islamisches Recht so ein bisschen sich anzugucken, mhm, in Bezug auf vorhergehendes Recht, was da tatsächlich auch für unser Verständnis heute vielleicht sozialer wurde. Denn da gibt es, hm, doch ein paar Sachen. Genau, also war ja großer Progress, glaube ich auch. Mir fällt übrigens gerade ein, ich habe irgendwann mal gehört, irgendjemand hat behauptet, die Religion des Buches seien auch der Zoroastrismus, sei auch mitgemeint an einer Stelle. Ja. Finde ich interessant für alle Religionswissenschaftsfans, weil wir auch schon mal was zum Zoroastrismus in dem Podcast hatten. Ja. Und man geht davon aus, dass das eben sozusagen auch eine als quasi monotheistische Religion, ja, damals galt, und dann hat man gesagt, naja, ist in Ordnung. Ja, ne? Ja, die werden auch völlig im Gegensatz zum Beispiel zum Buddhismus, wo man halt eigentlich, ja, weiß, dass alle frühesten Muslime sich halt sehr deutlich gegen den Buddhismus ausgesprochen haben. Ja. Was vielleicht zum Dschihad noch ganz interessant ist, kurz, mhm, dass das Wort eben heute in der arabischen Welt auch häufig als Mission zum Beispiel gesehen, mhm, wird, aber eben nicht im Sinne von wir missionieren jetzt Menschen, sondern als Auftrag. Mhm. Und zwar hat zum Beispiel Tunesien irgendwann unter dem Label, also in den letzten Jahren, unter dem Label Dschihad die Bekämpfung des Analphabetismus gelabelt. Passt dann ja auch, weil das Wort ja irgendwie Bemühung und Anstrengung, ja, heißt. Also man bemüht sich halt irgendwie was zu tun. Passt sogar inhaltlich, mhm, weil lesen und schreiben zu können, mhm, ja durchaus auch eine arabische Tugend ist, ne? Ja, also nun ist es ja so, es geht schon darauf hin, was du sagtest. Das klingt ja, du hast es gut erklärt, deswegen kann ich das jetzt nicht mehr, jetzt muss ich mich wieder dumm stellen und sagen, klingt ja alles ganz schön angriffslustig. Könnte ich jetzt auch irgendwie sagen, okay, ist mir eigentlich alles egal, ich muss ich Dschihad führen immer oder muss ich das nur machen, wenn ich angegriffen werde oder wenn meine Religion ins Hintertreffen gerät? Oder muss ich da von vornherein schon sagen, hier, nee, ich weite mich aus, weil kein Mensch kann von irgendwelchen Stammesfäden heute reden. Aber Leute reden von Dschihad. Mhm. Ja, ja, genau, also
ich finde trotzdem, da eben der Koran ja nun zu der Zeit offenbart wurde, laut Tradition, ist es wichtig, es im Hinterkopf zu behalten, was für eine Wahrnehmung von Krieg herrschte. Und eben vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass der Koran oder dass Gott mit seiner Offenbarung darauf eingegangen ist, dass das eben einfach einen Zusammenhang hat, den man nicht so nur über die Schulter werfen kann. Aber klar, es ist natürlich jetzt die Frage, was bedeutet das für die weitere Zeit? Es gibt viele Verse im Koran, die so zu interpretieren sind, dass der Dschihad in erster Linie defensiv stattfinden soll. Also zur Verteidigung. Zur Verteidigung der Umma. Es gibt aber auch viele Verse, die ganz klar offensiv klingen, wobei es da eben um die Erweiterung des Herrschaftsbereichs geht. Und tatsächlich auch die Eroberung von Land. Vielleicht auch ganz interessant ist, vielleicht auch dieser Gedanke, dass mit dem Auftreten des Islam durch Mohammed wurde der Stamm in dem Augenblick durch die Umma ersetzt. Also für die Menschen war der neue Stamm sozusagen die Umma. Ja, genau. Das ist schön, dass du das sagst. Das fällt mir dadurch auch wieder ein. Habe ich ja lange Zeit vergessen. Die Ausbreitung des Islams setzt ein völlig neues Gesellschaftsmodell. Ja. Und zwar, wenn du Muslim wirst, gehörst du dazu und wirst halt nicht mehr benachteiligt. Ja. Egal wie du aussiehst, aus welchem Stamm du kommst und sonst wie. Ne? Also total Gleichberechtigung unter den Menschen. Ja. Finde ich auch, dass man das heutzutage noch erleben kann unter Muslimen. Auch wenn es da wahrscheinlich auch Rassismus gibt und so, aber ja. Und ist das denn dann, ist das eine Pflicht? Warte, lass mich noch ganz kurz was zu defensiv oder offensiv sagen. Also wie gesagt, es gibt viele Verse zu beiden. Sehr bekannt auch in der westlichen Welt sind so ein, zwei Verse, die auch, so einer von denen hat einen sehr martialischen Namen, nämlich, das ist der sogenannte Schwertvers. Also ganz kurz nochmal von vorne. Vor allem spätere Verse sind eben häufig expliziter kriegerisch. Und da sind der Vers 9,5 und 9,29. Das sind so Verse, die eben auch tatsächlich auch zum Beispiel auf Internetseiten, anti-islamischen Internetseiten natürlich dann aufploppen, ganz massiv, weil sie eben ganz klar kriegerisch sind und dann sozusagen hergehalten werden für die angebliche Grundkriegseinstellung des Islam. Okay. Auch immer schön. Und da steht dann irgendwie, was steht denn da so zum Beispiel? Ich kann die beiden ja mal vorlesen. Also, ich habe mich hier an einer Übersetzung orientiert, oder ich habe die Übersetzung genommen von Rudi Paret. Übrigens super interessant, das können wir auch unten in die Shownotes verlinken. Es gibt mittlerweile ein Projekt von aus Berlin, das heißt corpuscoranicum.de. im Internet. Da geht es um die Erforschung des Koran. Da wird die Übersetzung von Rudi Paret benutzt und da kann man mit wenigen Mausklicks jeden Vers direkt finden und sich eben sofort angucken. Das ist schon mal sehr praktisch. Und da wird jetzt eben nach und nach werden die Verse kommentiert. Ganz spannend. Von Mitarbeitenden oder wie? So Wikipedia-mäßig? Nee, ne? Nein. Von Angelika Neuwert wird. Die verwaltet das Ganze. Genau. Und das heißt, ihre Studentinnen oder Mitarbeiterinnen oder die machen das. Genau, aber das ist eine ganz tolle Sache. Das lohnt sich, da mal durchzuklicken. Es ist auch mit Handschriften und so. Es ist ganz spannend. Und auf jeden Fall habe ich mir da eben die Übersetzung von Rudi Paret. Das ist ziemlich easy. Genau, also zurück zu unseren Versen. Ja. Vers 9,5. Also für alle, die das noch nicht so kennen, das heißt Sure 9, Vers 5. Richtig. Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf. Wenn sie sich aber bekehren, das Gebet verrichten und die Almosensteuer geben, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gott ist barmherzig und bereit zu vergeben. Ich kann das natürlich doch. Hatte ich doch schon mal irgendwo gehört. Ja, na sicher. Aber die Heiden, da, also
da ist doch jetzt, da sind nicht die Religionen des Buches gemeint, sondern das sind halt die, die gar nichts damit zu tun haben. Da ist jetzt, ja? Oder? Wahrscheinlich sind doch... Vers 9, 29 sagt da noch was zu. Ah ja. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Gott und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten oder für verboten erklären, was Gott und sein Gesandter verboten haben und nicht der wahren Religion angehören von denen, die die Schrift erhalten haben. Kämpft gegen sie, bis sie kleinlaut aus der Hand Tribut entrichten. Und da kommen wir nämlich schon zum nächsten. Es steht ja jetzt auch nicht, dass sie umgebracht werden sollen in beiden Versen. Also, ja, oder? Stimmt, erstmal wenn die sagen, greift okay, sie, umzingelt sie, ne? Gut, aber ich meine, wenn die sagen, okay, dann lass mich mal in Ruhe, ich mache ja mit. Die können also immer um Gnade winseln oder, ja, oder auf mitmachen. Jeden Fall. Und ich meine, man kann auch lügen, man kann ja sagen, ja, ich mache mit. Und dann, ja, also. Naja, aber das weiß Gott dann natürlich, ne? Aber das wissen die Muslime nicht. Das ist wahr, dann musst du halt drauf warten, bis Gott dich bestraft. Ja, aber das ist halt, erstmal kann man dann noch weiterleben. Ja, also was ganz interessant ist, in der klassischen Koran-Exegese wird der Vers 9,5 eben auch als sogenannter Schwertvers bezeichnet. Und das Interessante daran ist, dass gesagt wird, dass der Vers 9,5 ältere Verse, die den Umgang mit Ungläubigen betreffen, abrogiert, also korrigiert. Das heißt, mit der Offenbarung dieses Verses waren sanftere Verse zum Thema korrigiert, hinfällig. Mhm. Das ist so, das eine Vorstellung. Ach so, damit kennen wir nicht so aus, aber kompliziert, ne? Ich dachte, die stehen dann nur nebeneinander, aber der eine darf stärker sein als der andere. Ja, okay. Genau. Das ist aber auch ganz interessant. Es gibt noch viele andere Verse, die, also zu anderen Themen, die eben auch ältere Verse abrogieren. Und da sind sich aber auch nicht immer alle einig. Mhm. Und also das ist auch ganz interessant, kann man sich durchaus mit beschäftigen. Kann man auch insgesamt für den Koran sagen, da sind sich alle nicht so ganz einig. Ja, sicherlich. Genau, aber insgesamt ist es eben so, dass die Muslime aufgefordert werden, ihre Gegner zu bekämpfen, bis sie sich dem islamischen Recht beugen oder eben wobei das gilt für alle, und Allah huldigen oder eben für die Buchbesitzer, dass sie als Schutzbefohlene, die sogenannten Dhimmi, innerhalb der Umma dann Tribut zahlen. Mhm. Die Bedeutung des Begriffs hat sich auch gewandelt im Laufe der Offenbarung. Und zwar ist es so, dass mekkanische, also ältere Suren insgesamt sehr viel mehr als moralisches Bemühen verstanden werden können, also der Begriff Dschihad. Mhm. Und dass dann eher die jüngeren Abschnitte, in erster Linie eben medinensisch, sehr viel praktischer konnotiert sind. Mhm. Das ist insofern auch interessant, als dass man sich ja vorstellen kann, dass in Mekka einfach auch die Gruppe noch viel kleiner war, auf jeden Fall auch schwächer als das Umfeld. Deshalb ist man also ja dann nicht auch von, geflohen. Von Krieg geredet sozusagen. Ja, genau, da war dann eben eher das moralische Bemühen im Vordergrund. Und als dann in Medina Mohammed geschafft hatte, eine größere Gefolgschaft um sich zu sammeln und auch durchaus eine gewisse militärische Stärke hatte, da war das Ganze dann eben sehr viel offensiver. Okay. Genau. Insgesamt sind die verschiedensten Quellen, also unter anderem Hartmut Bobtien oder verschiedene Leute, wo man liest, da liest man, dass Dschihad im Grunde schon die zulässige Form des Krieges zur Erweiterung des islamischen Herrschaftsbereichs ist und zu dessen Verteidigung. Also defensiv und offensiv ist beides legitim. Also das heißt, jeder kann sich aussuchen, was er machen will. Ja, wenn du so willst. Also wenn ich halt... Okay. Ja, ich meine, es gibt ja nur viele Leute, die sagen, ja, also Mohammed Rashid schreibt Bücher, Islam, die Religion des Friedens. Ja. Auch offenbar. Naja, es kommt ganz drauf an, inwieweit du es historisierend interpretierst. Mhm. Wenn du... das Ganze jetzt zum Beispiel in heutigen politisch globalen Kontext setzt, dann ist natürlich die Frage, wie sinnvoll das noch ist, keine Ahnung, jetzt irgendwie so ungefähr nach Europa rüber zu schippern, um das Herrschaftsgebiet zu erweitern. So, ist vielleicht auch Quatsch. Gut, 20 armselige Hanseln versuchen das halt irgendwie. Ja, ne? Gut, die gibt's immer und überall. Mhm. Aber in Mekka und später auch noch Medina hatte das Ganze natürlich einen vollkommen anderen Kontext. Ja, natürlich. Genau, du hattest eben schon mal gefragt, ob es... ob Dschihad für den Muslim eine Pflicht ist. Ja. Genau.
Also grundsätzlich ist der Dschihad eine kollektive Pflicht und keine individuelle. Mhm. Das heißt, die Pflicht ist genau dann erfüllt, wenn genug Leute am Start sind. So, okay. Wenn du dich dann noch nicht gemeldet hast, hast du halt Glück gehabt. Nur so, oh, ich bin zu spät gekommen, Entschuldigung. Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Pflicht zum Kampf für alle freien, erwachsenen Männer gilt, die die Mittel haben zu gehen. Wieder mal Glück für mich. Aber ich muss auf Kinder aufpassen. Keine Chance. Genau, also wenn deine Familie finanziell nicht abgesichert ist ohne dich, dann fällst du raus. Mhm. Okay. Und natürlich, du musst gesund sein und an keiner chronischen Krankheit leiden. Mhm. Dann ist der Dschihad für dich eine Pflicht. Und Frauen müssen eh nicht. Frauen müssen eh nicht. Sehr praktisch. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass du nicht aus eigenem Entschluss und aus Bequemlichkeit darauf verzichten solltest, denn das wird durch Gott bestraft. Okay. Oh Mann. Im Koran ist tatsächlich genau aufgelistet, wer eindeutig nicht verpflichtet ist zu kämpfen. Ach so, krass. Und trotzdem ganz klar jenseitigen Lohn bekommt. Mhm. Also zum Beispiel Blinde, Verkrüppelte, Kranke und so weiter. Also das soll ihnen kein Schaden sein, dass sie es nicht können. Richtig. Wenn die den Feind nicht sehen. Genau. Oder nicht hingehen können, dann dann ja, okay. Genau. Gut, also nur die Stärksten sollen das machen. Die gesunden, freien Männer. Die die finanziellen Mittel haben, ihre Familien zu verlassen. Hm. Okay. Und dann haben, also mal so ein kleiner Exkurs, kann man das dann historisch so sagen? Deshalb wurde das islamische Herrschaftsgebiet erweitert? Weiß man nicht, ne? Mal ganz ehrlich, was da alles für Faktoren reinspielten, ich glaube, naja, das ist ein bisschen... Ja, also es ist differenzierter zu betrachten. Du weißt ja nur, dass man von außen immer denkt, so, boah, das war ja ganz schön rasant innerhalb von 100 Jahren. Und meinetwegen, ja, Perser hatten gerade irgendwie eine, wie nennt man das, so eine Art Machtvakuum hinterlassen und so, ja? Also gibt ja Ideen, dass die Muslime in ein Machtvakuum reingestochen haben und dadurch war es leichter, aber trotzdem diese rasante Ausbreitung, die der christlichen Ausbreitung überhaupt nicht gleicht. Also was ich mir vorstellen könnte, ist ja erstaunlich. Ist, dass neben ganz vielen anderen Faktoren, wie eben Machtvakuum und so weiter, dass bestimmt schon auch ein Faktor war, dass der Islam diese Stammesgesellschaft doch verändert hat und eben durch eine gewisse, zumindest von der Idee her, Gleichmacherei durch, also auf soziale Art, durch eben Anhängerschaft wahrscheinlich tatsächlich auch interessant war. Mhm. Und je stärker die Gruppe wurde, desto interessanter wurde sie vielleicht auch. Ja, das könnte sein. Mhm. Ja, weil sie andere Sozialgefüge damit vielleicht dann auch aus den Angeln hob. Mhm. Aber da bin ich auch nicht die Richtige auf jeden Fall. Ja, was gibt's noch zum Dschihad zu sagen? Wer also, die Gegner sind. Ja, alle, die dem Islam schaden, vermute ich jetzt mal. Ja. Also die Zimmi nicht, weil die haben sich ja schon untergeordnet, die schutzbefohlenen Christen, sondern die, so wie es ja gerade stand, vermute ich jetzt mal, ne? Die Heiden. Genau. Also die Gegner werden durchaus auch genannt im Koran. Und zwar ist erstmal vielleicht noch ganz wichtig, dass in der islamischen Vorstellung die Welt aufgeteilt ist in Dar al-Islam und Dar al-Harb. Das heißt... Okay, ich habe es verstanden, aber... Kann man übersetzen mit das Land des Islam und das Land des Krieges. Mhm. Wobei das Land des Krieges eben jenes Land ist, welches noch nicht oder nicht mehr unter islamischer Herrschaft steht. Mhm. Klar genannte Gegner sind unter anderem diejenigen, die Gott einen Teilhaber an die Seite stellen, beziehungsweise Beigesellen. Das sind die sogenannten Mushrikun. Mhm. Schirk ist das Wort für Beigesellung. Ja. Und die Mushrikun fallen eben darunter. Damit sind wohl vor allem zu Anfang die heidnischen Mekkaner gemeint. Mhm. Dazu könnten doch aber auch, also Muslime selbst könnten auch dazu werden, indem sie halt irgendwie Gotteslästerung betreiben oder ja, den irgendwie doch nicht mehr Muslime sein. Aber in dem Augenblick sind sie ja keine Muslime. Ja, ja, okay. Genau, für
Heuchler, sogenannte Heuchler und Opportunisten innerhalb der muslimischen Gemeinde gibt's auch ein Wort, das fällt auch unter die Gegner. Mhm. Das sind die sogenannten Munafiqun. Mhm. Das sind diejenigen, die innerhalb der muslimischen Gemeinde eben sich auflehnen, heucheln, opportunistisch wirken. Genau. Und dann gibt es natürlich, das Wort kennt man vielleicht auch schon, die sogenannten Ungläubigen, die Kafir, beziehungsweise im Plural Kufar. Mhm. Darunter fallen auch die Buchbesitzer. Allerdings eben mit einem anderen... Nicht so gefährlich. Oder? Genau, nicht so gefährlich. Mhm. Und eben, sobald sie sich dem der Rechtsform unterwerfen und den Tribut zahlen, sind sie eben kein Problem mehr. Okay. Und dann, aber das gilt ja eigentlich immer. Sobald sich die Gegner der Rechtsform und dem Tribut unterwerfen und sich auch irgendwie dem Islam anschließen, sind sie keine Gegner mehr. Nee, aber es ist schon ein Unterschied. Ne? Also die einen, also alle anderen müssen sich dem Islam unterwerfen und eben auch Allah huldigen. Im Ach so, Grunde. Ja. Und die Buchbesitzer können durchaus ihre Religion weiterleben, müssen aber eben eine Schutzsteuer zahlen. Ja, okay, dann könnte man lieber schnell noch zum... Wir hatten auch eine spezielle... Schnell noch jüdisch werden vorher. Ja, oder halt einfach muslimisch. die hatten durchaus auch innerhalb der Umma eine spezielle soziale Stellung. Mhm, okay. Waren im Grunde ganz gut angesehen. Mhm. Soweit ich weiß, gibt es auch die, weiß nicht, Theorie, dass der Sekretär Mohammeds ein Christ war. Mhm. Und dann gibt es noch die Leute, die werden auch genannt, die Zwietracht, also Fitna, säen und den Zusammenhalt der Umma irgendwie gefährden. Das ist voll das Jugendwort inzwischen, ne? Fitna. Ja? Ja, so Schüler von mir sagen halt, ey, hier, der macht hier Fitna neben mir. Das heißt, der säht Zwietracht oder nervt oder so. Gestern, da haben die Leute in der Pause voll Fitna gestartet. Ehrlich? Ja, ja. Sehr witzig. Und so seit einem Jahr oder so kenne ich das Wort. Und Fitna machen. Bin ja gespannt, wann es das Jugendwort des Jahres ist. Das merken die alten weißen Männer, die das entscheiden, nicht so bald. In 5 Jahren. Ja, genau. Ja. Genau, also was so ein bisschen ein Problem mit Juden und Christen eben war, war vor allem die Trinitätslehre, die eben... Ist ja auch ein Problem für Christen. Das Problem ist, dass die Trinitätslehre so leicht am Schirk kratzt, ne? Ja, eigentlich voll drüber ist meiner Meinung nach. Ja, aber das hat man eben offenbar, konnte man das ganz gut wegargumentieren und da trotzdem irgendwie ganz gut klarkommen. Ich glaube, ein Problem mit den Juden war unter anderem diese Verfälschung der früheren Botschaften. Also das wurde angelastet. Und eine Vergöttlichung der Propheten. Mhm. Ja, gut. Mhm. Genau. Das waren die Gegner. Das waren die Gegners. Und du hattest mir gesagt, es gibt Entschuldige bitte, dazu ist vielleicht noch ganz interessant. Also insgesamt ist es schon so, dass der Dschihad grundsätzlich ein Mittel zur Ausdehnung war und dass es nicht darum ging, den Einzelnen zu bekehren. Also aber ist das nicht das Gleiche dann in dem Moment? Also, weil... Also eben vor allem auch die Buchbesitzer nicht zu bekehren, weil da tatsächlich auch der Tribut ganz gelegen kam für die Gemeindekasse. Ach so, das ist ein finanzieller Aspekt. Ja, unter anderem. Okay, verstehe. Ja. Also Gegner sind immer nicht nur Gegner, die feindlich sind, sondern so, ja, okay. Naja, echt? Gegner ist jetzt mein Wort, ne? Naja, also die anderen könnte man auch sagen. Oder diejenigen, sowas, ne? Die eben irgendwie behandelt werden auf eine bestimmte Art, die Nicht-Muslime. Ja, du hast mir gesagt, als letztes hast du dich mit dem Lohn beschäftigt, der einem gebührt, wenn man sich, wie sagt man das, wenn man den Dschihad macht oder wenn man ihn geht oder wenn man im Sinne des Dschihad handelt vielleicht, das wäre vielleicht am besten formuliert. Ja. Kann ich dann in den Himmel? Ja, also, ja, im besten Fall schon. Solltest nicht zu viel andere Scheiße machen. Ja, und ich sollte es wahrscheinlich auch nicht machen, damit ich in den Himmel komme, denn dann ist es ja Gottesgerechtigkeit und nicht... Also grundsätzlich ist es so, dass Gott bestimmt, ne, was los ist und nicht du. Ach so, Entschuldigung. Also der Gott ist schon letzten Endes von mir abhängig, denn ich muss ja an ihn glauben. Ketzerisch. Na gut. Also der Lohn
kann natürlich, also zum einen, das ist auch im Koran klar beschrieben, kann er in diesseitiger Form, in Form von Beute erstmal ausgezahlt werden, ja, ganz echt, klar. Und dann gibt es auch im Koran durchaus Verse, die sich mit der Aufteilung zum Beispiel der Beute beschäftigen. Mhm. Auch ganz interessant. Klar, aber natürlich gibt es auch den Lohn im Jenseits, und zwar das Versprechen, letztlich ins Paradies einzugehen. Wobei, da es noch einen Unterschied gibt, und zwar, ob du einfach Dschihad gemacht hast, also gekämpft hast, oder ob du im Kampf gestorben bist. Und da ist es so, dass wenn du im Kampf gestorben bist, dann gehst du sicher ins Paradies ein. Die ganzen Versprechungen, die es über das Paradies gibt, die man ja auch irgendwie vielleicht schon mal gehört hat, irgendwelche Jungfrauen und irgendwelche Wein und Trauben und weiß ich nicht was, die sind im Grunde für alle da. Also es ist nicht so, dass du Dschihad gemacht haben musst, um irgendwie das Superparadies zu kriegen, so ungefähr. Das ist schon für alle da. Aber wenn du im Kampf gestorben bist, dann gehst du auf jeden Fall ein. Für alle anderen, die nicht im Kampf gestorben sind. Aber im Kampf gestorben für, also im Namen Dschihad. Von Dschihad. Ja, natürlich, genau. Für alle anderen, also all jene, die entweder aus Gründen keinen Dschihad gemacht haben, machen mussten, oder eben die Dschihad gemacht haben, aber nicht gestorben sind, für die gilt weiterhin die Aufrechnung der Taten. Okay. Die ist normal, oder? Ja. Ja, okay. Also fünfmal was Gutes getan. Viermal was Schlechtes. Naja, grundsätzlich beten, los. Almosen, Steuer, etc. Ah ja, stimmt, das sind ja auch noch die ganzen Sachen. Genau. Meine Güte. Das ist einiges zu tun, ne? Ja, ja. Muss ich mir aber noch Mühe geben. Ja, das sind die beiden Arten des Lohns. Diesseitig und jenseitig. Ich habe einmal, als ich in Israel war, da waren so, wir sind so verrückt gewordene Christen, die haben auf jeden Fall ständig gebetet und so Zeug, ja. Und dann in Jerusalem? Nee, das war in Nazareth. Und dann habe ich den so... ich habe halt so getan, als sei ich Muslim. Okay. Und habe dann die Bibel so doll kritisiert und so lange, bis sie halt unsicher wurden. Und mir sagt, ja, also zum Beispiel so ein... Das ist natürlich auch fies als studierter evangelischer Theologe. Und ich habe also wirklich so getan, als sei ich Muslim und eben auch sozusagen deutscher Muslim. Und hatte so die Argumente damals noch ganz gut drauf, ne? Zum Beispiel, ja, das haben ja alles Menschen aufgeschrieben. Wie kannst du denn wissen, dass es eine Nachricht von Gott ist? Und am Anfang waren die noch so relativ selbstsicher, aber dann wurden die immer schwächer, ne? Und dann habe ich noch so ein paar finale Argumente angesetzt, die halt dann so richtig. Und das ist doch jetzt eigentlich auch Dschihad, was ich gemacht habe damals. Und ich habe dann tatsächlich zu denen gesagt, ja, also könnt ihr nicht auch Muslime werden, weil ihr habt eh schon ein total positives Herz. Ja, ich habe die dann wieder so ein bisschen Honig wieder geschmiert und gesagt so, ja, ihr seid ja wunderbare Menschen, die könnte man halt gut gebrauchen für den Islam. Aber das war nur ein Spaß. Die sind dann am nächsten Tag abgereist. Aber wie passt das denn mit deinem Selbstverständnis als Religionswissenschaftler zusammen? Nee, das war einfach nur Langeweile bei mir. Ach so. Ja. Okay. Nein, ich kann das nicht so, ach, das darf ich jetzt gar nicht sagen. Ich kann das nicht so leiden, wenn die Leute so ultrafrömmig sind. Ja, wenn es so doll fromm ist, dass es knallt. Ja, und das war, ist eben in einigen Orten in Israel gegeben, weil da halt ganz überzeugte Christen hinfahren, die sich dort im Land dann ihrem Jesus Christus näher fühlen, weil ja Nazareth nebenan ist er ja und so. Mhm. Ne? Und dann werden die, glaube ich, so ein bisschen wahnsinnig. Gibt es nicht auch so eine, weiß ich auch nicht, irgendwie so ein Phänomen? Ja, das wird, glaube ich, Jerusalem-Syndrom genannt. Ja, irgendwie so. Sowas, dass sie da irgendwie, also ich habe das schon häufiger gehört, ich war noch nie in Israel. Aber dass vor allem in Jerusalem tatsächlich einem häufig Menschen entgegenkommen, die irgendwie so völlig weggerückt werden. Ja, es gibt schon irgendwie so ein, ich weiß auch nicht mehr genau, wie das heißt, aber das wird sogar in Kliniken behandelt in Jerusalem, dass halt Leute plötzlich so Propheten-Ereignisse haben. Also, dass sie sich selber wähnen, zum Prophet geworden zu sein oder dass sie göttliche Eingebungen hatten. Das wird, also es ist sehr interessant, das wird halt dann bei den Christen beobachtet, ja. Es wird nicht bei den Nichtchristen beobachtet, glaube ich, soweit, also ja. Das heißt, es ist jetzt keine substanzielle religiöse Erfahrung, sondern es ist eine
konkrete, also ich würde das eine psychische Störung nennen, die haben, okay. Als dass sie dann so aufgeladen sind durch diese Stimmung und sich auch irgendwie so wohlfühlen in ihrer Haut. Das ist ja sehr angenehm für die religiösen Menschen. Das wäre aber auch nochmal ein tolles Thema für eine Folge, Markus. Ach ja, das alles auch noch rausarbeiten. Ist doch spannend. Gut. Also, wir sind am Ende von Dschihad, ne? Ich wollte noch einmal fragen, kannst du noch was zu Koranübersetzungen sagen? Du bist immer so eine typische Islamwissenschaftlerin. Du sagst dann, ja, also ich habe da jetzt so ein Zitat aus dem Koran und ich habe übrigens die und die Übersetzung genommen. Und das ist ein richtig normaler Duktus für Islamwissenschaftler, finde ich. Was hat es damit auf sich? Ja, also Koranübersetzungen sind natürlich nicht so ein ganz einfaches Thema. Das liegt einfach daran, dass also erstmal die islamische Orthodoxie Koranübersetzungen im Grunde grundsätzlich ablehnt, eigentlich. Was auch ganz klar damit begründet wird, dass der Koran ja im Grunde eng an seine sprachliche Gestalt gebunden ist und sein spezifischer Stil als unübersetzbar gilt. Weil Gottes Wort. Okay. Und das koranische Arabisch ist eben auch sehr speziell. Das ist ja auch ein Argument dafür, dass es tatsächlich Gottes Wort ist. Also Menschen, weil es so anspruchsvoll ist. Genau, Menschen könnten ein solches Arabisch, einen solchen Koran überhaupt nicht schreiben. Und dementsprechend ist eben die Übersetzung sehr problematisch. Es gab aber tatsächlich schon ganz früh Hilfen für nicht-arabische Muslime, die dann zum Verständnis des Korans herangezogen wurden. Die hatten aber immer eine untergeordnete Bedeutung, wurden nur als Hilfsmittel verwendet. Okay. Anfangs waren das dann noch sogenannte Interlinear-Versionen. Das heißt, dass einzelne Worte in der Übersetzungssprache über den arabischen Text drüber geschrieben wurden. Und damit dann eben die Rezitation stattfinden konnte auf Arabisch und trotzdem schon eine gewisse Hilfestellung einfach da war, ne, zum Verständnis. Es gab aber auch trotzdem gab es auch schon verhältnismäßig früh zusammenhängende Übersetzungen in den verschiedenen Sprachen. Wobei da der eigentliche Ersatz eines koranischen Wortes, wie es bei der Übersetzung natürlich eigentlich notwendig ist, gegen eben diese sprachliche Unnachahmlichkeit verstößt und dadurch die Übersetzung immer nur als Erklärung, Tafsir, gewertet werden kann. Und zwar als Erklärung, also als Übersetzung der Bedeutung des Korans. Oder eigentlich schon fast Kommentar. Ja. Und das ist ja auch nicht falsch. Das ist ja was, womit sich auch Übersetzer allein von Belletristik auseinandersetzen müssen. Dass, ja, das stimmt. Natürlich, man kann Sprache niemals eins zu eins. Man interpretiert immer bei der Übersetzung. Ja. Auf der anderen Seite könnte man noch spitzfindiger sein und sagen, selbst beim Verständnis der eigenen Muttersprache, im Sinne einer Hermeneutik, versteht man auch nur. Und wenn ich ein anderer Mensch bin als du, dann verstehe ich anders als du. Also ist es auch wieder nur Interpretation. Total, aber gerade wenn man das schon mal vorweg sieht, was bietet dann die Übersetzung nochmal an Missverständnis irgendwie oder ja, an Nuancenspektrum, das in der einzigen Sprache, also in der Ursprache sozusagen eben doch noch nicht möglich ist. Genau, dazu kommt dann auch noch, also zu der grundsätzlichen Problematik der Koranübersetzung kommt auch noch, wie ich finde, dass eben auch die Nuancierungen in der Übersetzungssprache nochmal so unterschiedliche Assoziationen hervorrufen können. Das ist auch ganz interessant, gerade bei den Versen zum Dschihad kann man das auch direkt sehen. Und zwar gibt es eine bestimmte Wendung, die mir da auffällt. Das ist bi amwalihim wa anfusihim. Sagt ihr vielleicht was? Das ist vielfach in Dschihad-Versen verwendet. Und Max Henning hat diese Wendung übersetzt mit den Worten mit Gut und Blut. Mit Gut und Blut. Ja, du sollst dich mit Gut und Blut einsetzen im Kampf. Ach so, mit deinem Hab und Gut und mit deinem Körper, oder? Genau, so, also Rudi Paret und Adel Theodor Khoury haben die gleiche Wendung übersetzt mit ihrem Vermögen und mit ihrer eigenen Person. Das ist für mich persönlich was völlig anderes als mit Gut und Blut. Ja. Ich weiß noch, wie ich am Anfang des Studiums eben auch über diese Wendung gestolpert bin
und die mich total befremdet hat. Mit Gut und Blut. Das hat sowas super Martialisches. Ja, und vor allem ist es auch noch ein Reim. Also, ja, das ist das sozusagen ist natürlich, auf Deutsch dann noch eine neue Qualität. Ja, genau. Das hat tatsächlich ja sogar eine Qualität im positiven Sinne. Die Sprache des Koran hat ja was, also sie hat sich ja verändert im Laufe der Zeit, aber es ist auf jeden Fall auch Reimprosa dabei. Es ist eben eine extrem schöne, stilistisch äußerst niveauvolle Sprache. Und es gibt eben viele Übersetzungen, die das versuchen nachzuahmen, die dann aber natürlich es schwer haben, beim Wortlaut zu bleiben, also oder beim nahen Übersetzung zu bleiben. Ist die erste von Friedrich Rückert. Ja, Rückert wird. Der hat auch gereimt und ist ja alles ganz nett, aber es ist anscheinend inhaltlich super falsch geworden. Ja, ich weiß gar nicht. Die wird nach wie vor häufig sehr positiv genannt. Echt? Ja. Okay. Genau, aber für mich, also ich fand das einfach auch ein tolles Beispiel, weil zumindest ich persönlich zwischen der Wendung mit ihrem Vermögen und ihrer eigenen Person und der Wendung mit Gut und Blut, da habe ich völlig andere Gefühle. Und wenn man sich mal so ein bisschen umguckt, gerade auch auf islamkritischen oder auch islamfeindlichen, zum Beispiel Internetseiten, da ist es natürlich, es ist klar, man kann Leute viel eher schockieren oder irgendwie ängstigen vor etwas, wenn man eben martialisch wird. Blut sagt. Genau, ja, okay. Und Blut mit reinbringt, ist immer gut. Ja. Insofern finde ich das schon auch nochmal einen wichtigen Punkt, dass man auch innerhalb der Übersetzungssprache immer sehr gut gucken muss, was benutzt man da. Und zurzeit ist es in der Islamwissenschaft so, dass sich eigentlich im wissenschaftlichen Kontext an Rudi Paret gehalten wird. Ja, es zeigt sich einfach insgesamt, habe ich den Eindruck, dass es unerlässlich ist, wenn man als Religionswissenschaftler Schriftforschung betreibt in den religiösen Texten, dass man dann halt einfach Sprachkenntnisse hat. Ja. Ja. Wir müssen ja nicht in der Lage sein, also ich bin überhaupt nicht in der Lage, Wörter im Koran die Übersetzung von Rudi Paret nachzuvollziehen im Koran. Aber zumindest bin ich doch in der Lage dazu, irgendwie dann zu sagen, okay, das Wort heißt wirklich Blut oder nicht, ja, oder ist einfach ein seltenes Wort. Naja, was wir zumindest können, sind einzelne Abschnitte eben raussuchen, nachschlagen, und auch unsere Nachschlagewerke sind ja nicht wie jetzt so ein Langenscheid irgendwie, so ein Reiseführer Deutsch-Spanisch, wo es dann so eine Übersetzung gibt. Unsere Wörterbücher, die wir im wissenschaftlichen Kontext benutzen, sind natürlich schon so ein bisschen differenzierter, und da hat man dann die ganzen Stämme und viele Übersetzungen für ein Wort. Und da kann man sich schon ganz gut orientieren. Also ich denke auch, dass das notwendig ist, so ein Minimum so eine Sprachkenntnis zu haben. Ja. Sonst. Trotzdem bleibt es irgendwie rätselhaft, ne? Also ich finde einfach viele Passagen im Koran, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, ja, aber rätselhaft. Ja? Ja. Und teilweise auch nicht sonderlich sinnvoll, wenn man drüber nachdenkt. Und du weißt, ne, wir haben eben, bevor wir das Mikro eingeschaltet haben, haben wir über so ein Lied, hab ich dir erzählt, von diesem Rodabar-Lied. Und was soll das Wort Fremder im Koran in dem Fall bedeuten? Da kann man so lange drüber reden, oder ja. Und wenn man an die Verkündigung glaubt, dann muss man sich ernsthaft damit auseinandersetzen, und dann ertappt man sich wahrscheinlich auch dabei, dass man dann plötzlich versucht, sich einfach zurechtzulegen, damit es vielleicht doch noch passt. Ja. Das ist ja in allen Religionen. Ja, genau. Also ja, sehr schwierig, diese Koranübersetzungen, mit denen umzugehen, ja, ne? Also heutzutage ist im Grunde das Konzept der zweisprachigen Koranübersetzung, wird vermehrt durchgesetzt, auch bei den nicht-arabischen Muslimen. Du meinst also nebeneinander beide Sprachen, genau, und markiert, wo man gerade ist und so. Genau. Ja. Das ist auch das, womit man am besten arbeitet. So wie von Khoury zum Beispiel. Genau. Ja. Gibt's das auch bei Paret? Ich weiß gar nicht. Ich hatte mal irgendeine Paret-Übersetzung. Und das war aber so ein kleines Taschenbuch. Das war einfach die ganze Übersetzung. Doch, den gibt's auch zweisprachig. Okay, ja. Ja, und mit Kommentar. Und mit Kommentar, ja, mit Kommentar hatte ich es auch. Sowohl von Paret als auch von Khoury. Ja. Und bestimmt auch. Vielleicht können wir auch, wenn wir dran denken, auch nochmal solche Namen von diesen Übersetzungen unten drunter schreiben auf die Website, damit man sich ein bisschen orientieren kann. Ich denke, dass wenn man einsteigen möchte um den Koran kennenzulernen, ist vielleicht Paret nicht die allererste Wahl. Das weiß ich nicht so ganz genau. Da ist Khoury tatsächlich ganz schön. Mhm. Der hat eine tolle zweisprachige Geschichte. Da hat man eben Arabisch-Deutsch direkt beieinander. Mhm. Und den kann man ganz gut lesen. Ja. Und der ist aber trotzdem jetzt nicht irgendwie krass negativ verschrien.
Den kann man ganz gut so zu Hause haben. Und was aber auch immer irgendwie Sinn macht, jetzt einfach so den Koran abends mit ins Bett zu nehmen und mal so vorne anzufangen, ist halt echt, ist nicht so geil. Ich habe das irgendwann mal mit der Bibel versucht, fand ich auch nicht so gut. Die ist wenigstens gerade, also gerade ausgeschrieben. Also ja, aber ich habe erstmal irgendwie gefühlt wochenlang nur gelesen, wer alles wen erkennt und wie viele Kinder bekommt. Das fand ich irgendwann doch ein bisschen langweilig. Abstammung, wichtig. Nein, aber also wenn man sich dem Koran tatsächlich nähern möchte, dann sollte man mal gucken, ob man eine Bibliothek in der Umgebung hat und sich eine Konkordanz suchen. Mhm. Die sind leider, es gibt von Huri auch eine Konkordanz. Mhm. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, eine Secondhand-Ausgabe auf eBay sollte 69 Euro kosten. Alter. Ja, ist halt schon ein bisschen Geld. Also ob man die jetzt unbedingt direkt kaufen muss, ist die Frage. Dann lieber in eine Bibliothek gehen und gucken, genau, ob es die da gibt. Und wenn's, ja, wenn einen irgendwas zu einem bestimmten Thema interessiert, dann findet man eben in der Konkordanz dazu die Suchen. Mhm. Genau, Konkordanz ist eigentlich so eine Art Wörterbuch mit allen Begriffen, die in dem jeweiligen Werk genannt sind. Ja? Genau. Und also ich habe zum Beispiel eine Bibelkonkordanz. Ja. Und dann, wenn man danach Sünde sucht, dann hast du die Stellen. Findet man alles im Neuen Testament und nicht, ja, im Alten. Nein, kleiner Seitenhieb. Aber das ist eigentlich ganz interessant. Und die von Huri, die Konkordanz, die ist eben auch noch nach Themen sortiert. Das, mhm, heißt, da kann man echt so recht schnell auch so Themenblöcke vielleicht finden, die einen interessieren. Ich weiß, mhm, nicht, Frauen im Islam oder was auch immer. Ja. Und Ehe und. Und dann findet man da direkt die Suchen dazu und dann kann man sich im Koran umtun und da einfach ein bisschen gezielter sein und nicht so, ja, irgendwie sau nervig. Um dem Ganzen irgendwie emotional nahe zu kommen, denn das ist ja sozusagen, dann liest man es nur, ne? Wem das Spaß macht und sich mit dem Koran zu beschäftigen, empfehle ich eben, wie nennt man das so, Koran-Rezitations-Apps fürs Handy, wo man es auch anhören kann auf Arabisch. Man versteht das ja nicht, aber es ist halt auch schön, das, ja, anzuhören. Und dann kommen wir wieder dem nahe, was du am Anfang sagtest, dass Koran übersetzt die Lesung oder lautliche Vorlesung heißt. Und man kann sich dann auch vorstellen, ah ja, okay, wenn das jemand halt schön rezitiert, was im Koran steht, dann ist es wieder angenehm. Ja. Und dann kommt das Herz in, also bei mir geht das Herz dann immer auf und man hört dann auch endlich zum Beispiel auf Arabisch, ah ja, das reimt sich ja alles, ja, am Ende. Also plötzlich kriegt das Ganze so eine lyrische Komponente, die man sehr, natürlich sehr bei einer Konkordanz und dann später irgendwo nachlesen, hat man überhaupt nichts von Lyrik. Nee, gar nicht. Das ist vielleicht auch was grundsätzlich beim Thema Islam vielfach so ein bisschen so unter den Tisch fällt. Diese, so eine Ästhetik. Das ist ja durchaus auch was, also Religionsästhetik, das sind ja ganze Themenkomplexe, wo sich Religionswissenschaftler mit beschäftigen, und Performance und solche Geschichten. Aber ich finde, dass gerade beim Thema Islam diese Aspekte ganz viel unter den Tisch fallen. Es geht immer nur so um irgendwelche rechtlichen oder theologischen Punkte und was da natürlich aber auch für eine Emotionalität irgendwie, also im positiven Sinne, einfach natürlich auch zugehört, wie bei jeder anderen Religion auch. Das ist zumindest im öffentlichen Raum so wenig spürbar. Und das ist eigentlich schade. Ja, jetzt müsste man irgendwelche Sufisten einladen, die würden einem was anderes erzählen. Davon habe ich leider kaum Ahnung. Ja. Gut, wir sind, glaube ich, am Ende angelangt, ne? Ja. Vielen Dank für deine Darstellung. Danke, ich gerne. Ich werde es nie wieder vergessen, was Dschihad bedeutet. Und dann muss ich. Soll ich dich in 10 Jahren nochmal abfragen? Oh Gott, bei Folge 40. Nein, bei Folge 50. ja, vielen Dank. Wir reichen, so gut es geht, diese paar Einwürfe, die wir noch hatten, nach, ja, im schriftlichen Sinne. Und wir sind irgendwann wieder für euch da. Vielleicht auch mit Nina. Ja, du hängst dich rein. Ja, natürlich. Aber wer weiß, vielleicht mache ich mal wieder was mit Stefan und Dimi. Könnte ja sein. Also, auf Wiedersehen. Hören.